Morgens 8:30 Uhr hier bei Tickmill live, wie immer der Blick in die Märkte, in ein paar Handelsideen. Heute auf der Agenda Euro, britisches Pfund, Australdollar, und wir werfen mal einen kleinen Blick auf den italienischen Aktienindex. Grüß dich, Olaf. Das alles und gerne auch noch etwas mehr im Bereich von Wunschmärkten hier im Webinar. Bevor wir reingehen, natürlich der Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das der Risikohinweis, und dann gehen wir schon zu den Tagesnachrichten, weil die können, wir wissen es, die Kurse ordentlich bewegen, können, müssen aber nicht. Ein Mann, der die Kurse momentan ganz ordentlich bewegt, ist Donald Trump. Der hat sich heute Nacht mal wieder noch etwas geäußert mit ein paar Worten zum Thema Handelsstreit unter dem Synonym, die werden zahlen. Es bringt richtig Druck auf den Kessel, dass hier eine Einigung kommt. Mal schauen, wie sich die Chinesen verhalten. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze massivst eskaliert. Aber wir werden es sehen. Die Märkte sind hoch nervös. Das sehen wir an den ansteigenden Volatilitätsindizes, die sind auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sehen es, dass die Märkte nach unten gehen. Morgen im Webinar schauen wir natürlich auch immer wieder auf die großen Indizes. Wir haben Mai. Es gibt aktuell leichte Anzeichen für das Thema Sell in May and Go Away. Mehr dazu auf alle Fälle dann morgen früh ab 8:30 Uhr. Jetzt aber erst einmal die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Wir sehen es. Die hohe Relevanz kommt am Nachmittag aus den USA um 14:30 Uhr. Da gibt es zum einen den Erzeugerpreisindex und zum anderen spricht der FED-Vorsitzende Powell zu den Märkten. Sehr, sehr spannend. Gestern hat ja Draghi zu den Märkten gesprochen. Naja, das war ein No-Impact-Event, wie ich das so schön sage. Wir haben es ja gesehen, ich habe eine kleine Vorbereitung live auf Tickmill gepostet. Also wer solche Dinge nicht verpassen möchte, einfach hier der Website von Tickmill ein Like geben auf Facebook und da wird nichts mehr verpasst. Heute, wie schon gesagt, 14:30 Uhr spricht Powell. Möglicherweise bringt das etwas Bewegung ins Spiel. Wir werden es auf alle Fälle sehen. Ich bin heute Vormittag ein bisschen unterwegs. Wenn ich es schaffe, schalte ich mich heute Nachmittag einfach kurz vor 14:30 mal live rein hier auf Tickmill und dann können wir mal schauen, was hier in Planung ist. Ansonsten, was gibt es heute noch? Es gab in der Nacht Nachrichten aus China. Da schaue ich mir die aktuellen Daten gerade auch mal an. Wir hatten ja hier die Verbraucherpreisindizes und den Erzeugerpreisindex aus China. Die Daten recht gut ausgefallen. Erwartungsgemäß abgeschnitten hat der Verbraucherpreisindex mit 2,5%. Das Ganze auch im Erzeugerpreis, der ist besser ausgefallen als das erwartet. Wir hatten hier mit einem Anstieg von 0,6% gerechnet von der Analystenseite her. Am Ende waren es 0,9%. Also das eher eine positive Lesweise des Ganzen. Den Märkten hilft es aktuell nicht wirklich. Weiter noch am Nachmittag aus den USA. Es gibt die Handelsbilanz und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann spricht auch am Nachmittag nochmal wieder ein FOMC-Mitglied. Da ist ja auch immer Potenzial da, dass die Märkte etwas bewegt werden können. Aber ich denke, bei weitem nicht so viel, wie wenn Herr Powell zu den Märkten spricht. Also, das die Tagesnachrichten für heute. Und damit gehen wir rein in die Charts. Ich hatte es avisiert, wir sprechen über den britischen Pfund im Australdollar. Damit fangen wir gleich auch an. Wieder mal eines meiner Lieblingsmuster hier, die bullische Flagge. Traumhaft, sehr schön zu sehen gewesen. Wir haben hier die aktuelle dynamische Bewegung nach oben. Hier, dieser kleine Trend hat nach oben geschoben. Im Gesamtkontext, wenn wir uns das große Bild mal anschauen, ich mache mal eben die Woche auf, wir haben hier auf Wochenbasis einen schönen nach oben laufenden Markt. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und was kam dann? Hier unten kam auf Wochensicht die Umkehr, ist schon ein Stück weit her. Also, der große übergeordnete Markt, der schiebt nach oben, Nummer 1. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in der Woche anschauen, dann sehen wir es auch. Die Woche schiebt nach oben, der Tag schiebt nach oben. Hier, schöner Aufwärtstrend hier unten entstanden, um die Marke von 1,84487 und dann die absolut dynamische Bewegung. Und nach solchen dynamischen Bewegungen ist es immer schön zu sehen, was sich für Korrekturmuster bilden. Und eines der wirklich sehr, sehr gut funktionierenden Muster, darüber spreche ich übrigens auch am Samstag in Chemnitz auf dem Börsentag um 11.45 Uhr geht es da los. Das ist hier eine der Flaggen. Und Flaggen zeigen uns hier einen schönen, steilen Abwärtstrend an. Den kann man in der Stunde sehr schön sehen. Wir blicken auch rein. Spannend wird es jetzt, wenn die Flagge nach oben verlassen wird. Das heißt, der Abwärtstrend der Stunde, der die korrektive Phase dargestellt hat, wenn der gebrochen wird, dann haben wir die Chancen, nach oben zu laufen. Hier, wenn wir über diese lila, nein, magentafarbene Linie drüber gehen, da wird der Trend gebrochen. Bevor wir jetzt in die Stunde blicken, noch kurz nach unten. Sollte es doch zu einer Ausdehnung der korrektiven Phase nach unten gehen, haben wir selbstredend auch Unterstützungslevel drinnen. Nummer 1 hier unten, die 1,84487, der Ausbruch hier und die Trendentstehung, beziehungsweise, wenn es ganz tief läuft, erstmal auch das Korrekturtief dieses kleinen laufenden Trends. Und jetzt gehen wir in die Stunde und schauen mal, was der Markt machen muss, damit wir hier schön nach oben wieder ans Hoch bei 1,88620 aus dem März zurücklaufen. Das zeigt uns die Stunde. Hier sehen wir es. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir über das letzte Korrekturhoch drüber laufen könnten. Heißt also, was wir hier schön sehen, ist der Abwärtstrend. Er lief nach unten. Das ist das Dynamische auf Tagesbasis. Das kann man sehr, sehr schön in der untergeordneten Stunde finden. Deshalb bin ich ein Freund davon, einfach hier den Zusammenfluss der Zeiteinheiten bzw. der Trends gut miteinander zu verknüpfen. Und hier sehen wir es einfach. Wenn wir über dieses Level hier drüber laufen, bricht dieser Trend und dann sehen wir schön, wenn das Ganze kommt, wird der Kanal nach oben verlassen und dann haben wir die Chancen, nach oben zu laufen. Weitere Marktteilnehmer, die nach uns als Käufer auftreten könnten, haben wir dann sehen hier im Chart an den entsprechenden Korrekturhochs. Da gibt es noch eins, das ist zufälligerweise auch ein Tageshoch hier um die Marke von 1,87819. Damit gehen wir rüber in den Euro-britischen Pfund, blicken selbstverständlich erst einmal auch in den Tageschart hinein. Hier haben wir es da. Sehr schön, gleiches Bild, nur umgekehrt. Hier übergeordnet herrschend massiver Abgabedruck. Wir sehen es erst einmal hier im Großen, der laufende Abwärtstrend. Nummer 1, dann Nummer 2. Wir haben diese Woche, nein, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, hier oben dieses hervorragende Umkehrsignal am Widerstand, bam, nach unten gegangen. Das ist einfach genial. So funktioniert der Handel mit den Trends, das Ganze auch trendförmig nach unten gelaufen. Und dann, wie von Zauberhand, dreht der plötzlich um. Was liegt hier unten? Da liegen Support-Levels. Support-Levels sind wichtig, deshalb haben wir die hier immer mit auf der Uhr. Und an Support-Levels kommt es häufig zu Gegenbewegungen. Heißt, wir hatten hier den dynamischen Schub nach unten und sehen jetzt hier den Markt sehr schön eng nach oben laufen. Die korrektive Phase kann sich mit Blick auf diesen Markt selbstverständlich ausdehnen. Hier oben haben wir einen Level um die 0,86. Naja, knapp 5, das ist der nächste Anlaufpunkt, das war so ein Swing High, sieht man auch schön in der Stunde und diese Korrektur kann sich, wie schon gesagt, noch ausdehnen. Dreht es aber rum, dreht der Markt nach unten, kommt es zur Umkehr der Nachfrage, so rum ist es richtig, dann haben wir die Chancen, nach unten zu laufen. Nächster Punkt, in Richtung des laufenden Abwärtstrends haben wir hier das Tief von gestern um die Marke von 0,85517 ist das Tief hier unten, bevor wir uns hier wieder in den Weg dieser Supports unten begeben. Wie schon gesagt, 0,85, das Support im Zwischenlow hier und dann haben wir das Trendtief aktuell bei 0,84717. Das Ganze natürlich auch nochmal mit Blick in den Aufwärtstrend. Und hier sehen wir es, das ist mal die korrektive Phase. Jetzt lief der Markt hier unten, er ziert sich so ein bisschen, hat hier so ein bisschen eine Range gemacht in diesem Bereich. Die kann ich ja auch mal noch mit einzeichnen, weil wir wissen ja, Ranges haben wir hier auch schon des Öfteren miteinander besprochen. Und das ist halt auch gut zu traden, wenn sie relativ flach ist oder sind. Und hier haben wir auch eine relativ flache Range hier unten, unten und oben. Die Begrenzung heißt also, was sehen wir hier? Diese Range könnte durchaus der Trigger für den Weg nach unten sein. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ich ziehe diese Linie hier mal eben dahin, wo sie hingehört, wenn wir sozusagen hier rangehen an diesen Markt hier in diesen Bereich hinein. Ich muss mal kurz, so, hier haben wir es, hier haben wir schön die Aufwärtstrendlinien liegen und wenn das Ganze durchbrochen wird, diese Seitwärtsphase quasi eine Konsolidierung vor dem Abwärtsschub ist, das wäre dann ein erster guter Trigger, um nach unten zu laufen mit vernünftigen Absicherungen. Das zeigt uns hier der Markt an dieser Stelle, also im euro-britischen Pfund. Ansonsten selbstverständlich ein Bruch zur Oberseite würde erstmal implizieren, dass dieser Aufwärtstrend aus seiner Korrektur heraus weiterläuft und dann nach oben geht. Dann kommt es darauf an, was passiert am Tageshoch von gestern. Das heißt, für die Intraday-Händler ist es auch wichtig zu sehen, wenn hier unten plötzlich Stärke reinkommt, wäre das ein Indiz dafür, rein für das Intraday-Trading, dass wir eher erstmal zur oberen Range zurücklaufen. Kommt dann hier oben definitiv Stärke rein, dann setzt sich der Aufwärtstrend fort. Also das wäre dann mit Blick auch auf den Tag die Ausdehnung der laufenden Korrektur. Ansonsten für diejenigen, die das Ganze im Swing auch betreiben, der Bruch nach unten wäre dann hier das Signal für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends hier im britischen Pfund, wenn wir uns das Ganze einmal im Tageschart anschauen. Euro-britischer Pfund. Und dann gehen wir noch nach Italien, den MIB. Den haben wir schon das ein oder andere Mal besprochen. Hier sieht es momentan interessant aus, aus mehreren Gesichtspunkten. Nummer 1, hier gab es eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier drüben haben wir Schulter, Kopf, Schulter, hier um die Marke von 21.600 Punkten haben wir die Nackenlinie. Der Ausbruch war extrem schlecht zu traden. Warum? Wir sind hier massiv nach unten gegappt. Aber wenn wir uns mal das Thema anschauen, beispielsweise auch des Measured Moves, wenn man so eine Berechnung macht, man nimmt ja einfach in diesem Moment dann das Hoch und das Tief hier unten weg, so, und setzt das Ganze unten dran. Measured Move, hier haben wir es gehabt. Also diese theoretisch gemessene Bewegungskraft, die wir nach unten hatten, die ist mittlerweile auch erreicht worden. Wir haben es hier unten gesehen, das Tief war da und dann kam es plötzlich hier in diesem Bereich zu einsetzenden Käufen. Also hier die Marke um die 21.100 Punkte, die war wichtig und das sehen wir hier auch in diesem Chart. Hier kamen plötzlich 21.100 bis 21.000 Punkte. Das waren Marken, die haben wir hier in gewisser Relevanz auch da gehabt und da kam dann Stärke in den Markt rein. Die Frage ist jetzt, ob es so bleibt nach Trump, das muss man einfach sehen. Aus technischer Sicht ist es so, laufen wir nach diesem positiven Signal von gestern weiter nach oben, dann haben wir eine Chance, hier, ich ziehe das mal ganz kurz hoch auf Tageshoch, hier oben hatten wir das Tageshoch von gestern, wenn wir hier oben drüber weiterlaufen, dann haben wir eine Chance, erst einmal wieder hier in Richtung dieser Nackenlinie auch zu laufen. Im Zwischenpunkt liegt noch ein Tageshoch bei 21.547 Punkten und hier, wie schon gesagt, die Nackenlinie. Ich würde hier nicht als Megabulle unterwegs sein wollen. Warum? Wir sehen hier, wir haben eine gebrochene Schulter oder eine aktivierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ist bestätigt. Wir haben jetzt hier eine weite Bewegung und das, was wir hier jetzt möglicherweise sehen könnten, ich sage mit Absicht könnten, wäre ein Rücksetzer. Aber Trump ist da, Trump bringt die Märkte unter Druck. Dieses Setup würde wirklich nur dann in Frage kommen, wenn wir steigende Kurse sehen. Ansonsten müssen wir einfach schauen, was passiert hier unten. Wir haben am Tief hier, am aktuellen Trendtief, wenn man mal das große Bild sich anschaut, haben wir definitiv hier noch eine Marke liegen, die wichtig ist, um die knapp 20.900 Punkte Marke, das Ganze zu sehen. Also das ist eine wichtige Marke. Wenn die auch weiter gebrochen wird, dann ist weitere Dynamik erwartbar. Das heißt, hier ist nichts dazwischen, wo wir reinlaufen könnten. Und aus diesem Grund sehen wir hier den nächsten Anlaufpunkt, dann ein ganzes Stückchen mal tiefer, etwas um die 20.377, 20.400 Punkte Marke im Chart hier vom italienischen Aktienindex. Das hier, der Blick in den Chart hinein Und wir sehen es, wenn wir in die Stunde mal reinschauen, hier sehr schön der Abwärtstrend. Hier ist auch weiterhin, sage ich mal, am Laufen gewesen. Hier haben wir den Bewegungstrend an diesem Ende. Da sind wir drüber gegangen. Und wie schon gesagt, wenn wir hier weitere Aufwärtsdynamik bekommen, wäre das sehr positiv zu sehen. Ansonsten sehen wir den Markt hier auch eher nach unten laufen. Mehr zu den Märkten morgen, wie schon gesagt, da machen wir wieder den großen Chartcheck und damit allen einen guten, erfolgreichen Donnerstag und bis morgen. Tschüss.